So, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Super Mario Maker 2. Wie immer, es ist ein spontanes Projekt, habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe jetzt wieder verschiedene Sachen, die ich mir vorgenommen habe und keine Ahnung, ob ich die das letzte Mal auch so gesagt habe. Deswegen machen wir es einfach. Und ja, ich kann jetzt. Was ist das denn? Ach, das ist dieses Level. Nein, das möchte ich jetzt nicht mehr. Das haben wir erst mal ad acta gelegt. Das ist ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, vielleicht hat dann der Fernseher auch noch die Güte, sich einzuschalten. Ich sehe es nämlich gerade nur über OBS. Hallo? Kollege? Dankeschön. Und wir gehen einfach direkt hier rüber. Denn der gute Markus hat gesagt, dass er wieder neue Level gebaut hat. Und dann aktualisieren wir hier einfach und werden sehen, was alles passiert ist. Ich habe immer noch kein. Was ist denn? Fernseher? Hast du Bock? Das ist nicht, was ich wollte. Jetzt gib mir hier Switch. Da, Switch. Gib mir Switch. Dankeschön. Geht doch. Meine Herren. Okay. Einmal aktualisieren. Und zack. Oh, das ist von Trivi auch schon ein neues Level. Ja, siehst du, das meine ich. Was haben wir denn jetzt hier alles Neues? Also. Kann ich irgendwie sehen, welches. Ah ja, klar sieht man, welches man schon gespielt hat. Das sind Symbole. Dann fangen wir doch hiermit einfach mal an. Far over the trees. Let's go. 3,14 Abschlussrate. Oha. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, siehst du, das ist jetzt nämlich, ne? Ich rede von Markus und dann spiele ich erstmal Trivis Level. Und von Aggressor habe ich zwei. Die hat er nicht selber gebaut, die hat er mir nur empfohlen. Habe ich mir zwei Codes aufgeschrieben. Huch. Oh. Jetzt habe ich es ja schon. Jetzt komme ich da nicht mehr. Doch, komme ich. Oh, okay. Okay. Ist der auch. Kann der mir wehtun oder ist das. Ja, okay, alles klar. Haben wir das geklärt? Also, wir brauchen vier rote Münzen. So viel sehen wir ja schon mal. Ich hoffe, ich brauche den Typen. Okay. So. Oh, wenn dort eine Münze ist. Holen wir die uns doch einfach so. Easy. Oh nein. Oh no. Oh no. Oh, was zur Hölle? Herrschaften geht es ein bisschen zu gut, habe ich den Eindruck. So. Hopsti, 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 hops. Nice. So, dann nehmen wir doch gleich wieder eine Shell mit, nachdem das gerade schon so gut funktioniert hat. Hui. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Ich sehe das Problem. Oh no. Muss jetzt mal die Shell da jetzt wieder loswerden. Gut. Und dann, wie mache ich das denn? Den kann ich ja nicht. Der rennt, wenn ich jetzt da hingehe, dann killt er mich ja weg. Oh boy. Wie mache ich das? Kann ich einfach ganz schnell da wieder rein? Ja, das meine ich. Oh je. Okay, aber so weit kommen wir ja klar. So. Oh Mist. Ich sollte mir vielleicht erst den Pilz holen. So.
Eigentlich brauche ich den ja gar nicht befreien. Ja, weil ich komme ja hier eh an den... Ist da eigentlich noch was? Nein. Okay, hier, das brauchen wir alles nicht. Dich brauche ich gleich dann. Nehme ich hierfür. So. Der ganze Teil war dann auch kein Problem. Ah, das war... Das war nicht so smart. So, jetzt aber. Zack. Zack. Du kommst mit. Andere Idee. Das könnte schneller gehen. Wenn man es dann hinkriegen würde, dankeschön. So, einmal kriege ich jetzt einen Pilz wieder. Und jetzt habe ich ja auch dann die Möglichkeit, mich einmal treffen zu lassen. Dann sollte ich da doch wieder irgendwie vernünftig rauskommen. Nice! Midway Point! Oh, hätte ich jetzt... vielleicht wäre da ein Power-Up drin gewesen in den Bäumen. Oh, nice. Power-Up hat sich erledigt. Okay, Münzen brauchen wir auch nicht mehr. Vorsichtig. Kein Quatsch mehr. Oh, noch eins. Okay. Okay. Noch eins. Die wollen wir nicht drücken. Oh, was? What? 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 Das war nicht so gut. Geh weg. Oh, die säbelt aber auch genau da oben, ne? Okay, okay, okay. So, ah, da kommt immer... Ah, die kommt da wieder raus. Okay. Aber wie... Wie mache ich da... Wie mache ich denn die Stelle da... Komme ich hier nur mit der Katze hoch? Oder kann ich das... Okay, das geht theoretisch so. Ist aber komisch. Ach Gott, was? Oh Gott. Okay. Okay. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. So. Soll ich da nochmal durchgucken oder komme ich jetzt zum Ziel? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Brauche ich nochmal einen Power-Up oder komme ich zum Ziel? Ja. Ich komme zum Ziel. Alles gut. Huff! Huff, 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 huff. Also machbar ist es. Aber hui. Das hat's ganz schön in sich, das Level, ne? Rekord ist 1,52. Ich habe da gerade einen kleinen Moment des Ehrgeizes erreicht. Moment. Nein! Ah! Was ein Quatsch. So, Speedrun-Tactics hier jetzt. Let's go. Mist. Oh, dass ich es halt nicht hinkriege, ne? Das ist echt ärgerlich. Ah, das ist echt ärgerlich. Ah, Mann. Da, 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 da.
Entschuldigung. Ich bin schon still. Zack. Oh, warte mal. Ich sehe da gerade was. Geht das? Ah, ist egal. Ist egal. Ist egal. We did it. Nein, brauche ich nicht. Weiter. Es geht da rein. Dankeschön. So. Freund. Nein. Nein. Ah, Mist. Zu nah dran. Ah. Ah. Problem ist natürlich auch, diese Stelle mit den Stacheln muss ich dann auch nochmal so hinkriegen, wie gerade eben. Aber vielleicht geht's ja. Zack. Nein! Nein! Gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Okay, ich muss ganz kurz was probieren. Das war nicht, was ich probieren wollte. Aber ist egal. Hey, nicht so. So. Wenn ich hier auf den Baum gehe, ne? Nein, da kommt man gar nicht rüber. Okay. Ja gut, dann warten wir jetzt einfach, bis der mal rüberläuft. Der kommt ja auch sofort. Das ist gar nicht mal so viel Zeitverlust, den wir da haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ach, war das wieder blöd jetzt. Aber ich kriege hier meinen Pilz, von daher ändert sich am Ende nichts. Oi, oi, oi. Nein. Ich muss erst um ihn... Oh, ich muss erst rüber. So. Jetzt ist egal. Lass mich da hoch. Mann, 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 Mann. So, lauf, 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 lauf. Sheesh. Dann einmal hier die Blume, Katze. Wo komm ich denn auf Blume? Ja, geh hoch, Größen. Dann gehen wir hier hoch. Hier ist auch alles cool. Das ist jetzt halt weniger cool. Oh mein Gott. Das ist jetzt halt wieder weniger cool. So. Ja, so ungefähr. Passt aber alles noch. Da komme ich hoch. Und jetzt kann ich den da hier normal machen. So. Nein. Oh, jetzt muss ich wieder warten. Oh Mann. Oh no. Oh no. Okay, okay. Kein Ehrgeiz. Ist okay. Kein Weltrekord. Ich will noch andere Level spielen. Vielleicht probiere ich es privat. Aber muss jetzt nicht. Muss jetzt nicht hier. Nein, das wollte ich nicht. Komme ich denn jetzt hier wieder aus der... Ach so, ich habe das... Ah, ich habe das groß gemacht, deswegen. Okay, also das war das. So, Desert Fun with Gravity haben wir auch noch nicht gespielt. Los geht's. Let's go. Wenn wir am Ende des Videos noch Zeit haben, probieren wir den Weltrekord da unten nochmal. Aber ich will erstmal die anderen auch noch sehen. Ohne getroffen zu werden, okay. Oh, da ist die Sonne. Oh, das war doof. Muss ich denn hin? Hä? Ja, irgendwie da hoch, aber... Ah!
mir das. Die scheine ich ja gleich zu brauchen. Ja. Oh no. Oh no, das auf dem Kopf. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass der rüberzieht. Oh Gott. Nein! Oh. Bitter. Jetzt muss ich mal was gucken. Aha! Erwischt. Wohin führt der? Na, oh. Ja, ist jetzt erstmal wurscht. Wir sind noch einmal Kunden. Das ist nur Bonus, ja? Noch ein Piece. Achso, dass ich wieder zurückkomme. Ja, aber das ist tatsächlich nur Bonus. Also nichts, was ich irgendwie brauchen könnte. Okay. Ja gut, nachdem wir es... Oh, jetzt muss ich da dann wieder hoch. Aber nachdem wir es eh nicht mehr schaffen können, muss ich das natürlich neu starten. Ich dachte, es hat irgendwas mit den Wirbelwinden zu tun, aber die waren reine Ablenkung. Okay. Den Pilz holen und dann einfach weiter. Alles andere ist nicht relevant für das Ziel. So. Das heißt, ich muss dann da zu der Röhre, die wir gesehen haben. Okay. Ja gut, dann kommen wir da jetzt ja auch ganz normal hin. Okay. Passt. Und jetzt Ziel. Ziel. Nice. Sehr schön. Sehr viel schneller als das kriege ich es nicht hin. Also, ja, wenn das jetzt nicht der Rekord ist, dann ist mir das zu schwierig für den Rekord. Okay. Schön. Weiter im Programm. SMW Bowser Valley Fortress Remix. Auch von Markus. Let's go. 4,04% Abschlussrate. Auch wieder ohne getroffen zu werden. Okay. Ich renne einfach mal durch und gucke, wie es läuft. Oh, okay, in Federn springen will ich hier. Nicht? Achso, jetzt wurde ich ja schon getroffen. Ha, stimmt. Ah. Okay. Ah ja, stimmt, ich muss ja... Es ist ja völlig irrelevant. Brauche ich die Feder dann überhaupt? Brauche ich überhaupt irgendeinen Power-Up? Weil ich darf ja eh nicht getroffen werden. Es ist doch besser, ich bleibe klein, oder? Außer es nützt mir an der Stelle zum Beispiel irgendwann eine Blume was. Weil ich dann... Ah, Mist. So viel zum Test. Weil ich am Ende den Bowser besiegen muss oder so. Aber wenn da eh eine Blume drin ist, dann will ich mir die Blume holen. Dann will ich die Feder tatsächlich liegen lassen, weil dann kann ich hier einfach durchlaufen. Und das hier muss ich... Hier brauche ich die Feder ja auch nicht. Ups. Da ist die Lava zu hoch. Okay. Aber die Feder brauche ich nicht. Die kostet mich hier nur Zeit. Und da komme ich aber... Ich glaube, da muss ich die Lava runterlaufen lassen. Ne? Ich könnte versuchen, über die Dinger zu springen, aber ich glaube, das ist zu quatschig. Nee, der erwischt mich auch sofort. Vielleicht mit einem Spinjump. Könnte man noch einen Spinjump probieren. Ach ja, wo war denn der Spinjump? Hä? Ach hier. Wieder ganz vergessen. Oh, das würde gehen. Oh, das würde gehen. Oh no.
Oh no. Oh no, jetzt habe ich... Ah, jetzt habe ich wieder hier. Jetzt habe ich wieder was gesehen, ne? Nein! Weil ich jetzt schnell sein will. Weil ich jetzt schnell sein will. Nee, okay, okay, nein, nein, nein. Ich warte da, ich warte da. Das ist mir zu kompliziert. Sollte das gehen und sollte die Zeit, die man hier als Rekord bisher aufgestellt hat, darauf basieren, dann lasse ich das... Das war jetzt ja nicht so cool. Vielleicht will ich da die Feder haben. Aber dann werde ich ja auch getroffen. Nee, ich darf ja eh nicht getroffen werden. Ah, das ist... Ich komme aber auch nicht schneller hin, ne? Nee. Und dann wirft er da halt in dem Moment seinen Knochen. Das ist echt ungünstig. Muss ich mich dahinter stellen. Na gut. Also stelle ich mich dahin, dann kann ich dem Knochen ausweichen und dann kann ich durchlaufen. Okay. Problem ist ja auch, ich kenne den Rest des Levels noch nicht. So, also ich stelle mich hier hin. Dann kann ich dem Knochen ausweichen, auch wenn das halt... Ah, es kostet Zeit. Ach, Conan. Mach doch nicht diesen. Wobei, mit der Feder könnte ich die einfach wegdrehen. Ich bin doch doof. Ich bin doch offiziell doof. Was? Wieso schätze ich das denn falsch ab? So, jetzt teste ich den Sprung. Gut. Was soll das denn? So. Oh mein Gott, was? Okay, wir holen die Feder. Vielleicht habe ich dann eine Idee, das ist irgendwie besser. Aber dann muss ich halt hier warten. Bis das wieder hochgeht. Aber es dauert gar... Ah! Okay, ich sehe das Problem. Nein, ich will die Feder nicht. Das dauert mir alles zu lange hier. Der ist halt blöd mit seinem Knochen da an der Stelle. So, und jetzt einfach... Ah, dann bin ich jetzt zu langsam. Es wäre echt gut, wenn man einfach durchkäme. Ah, wenn ich da noch... Ich probiere es nochmal. Es tut mir leid, ich muss es nochmal probieren. Nein! Der ist zu hoch dann. Das ist echt ein knapper Sprung, wenn man das versuchen würde. Aber es hat ja gerade funktioniert auch. Also manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Das heißt, es ist wirklich abhängig... Was ich drücke. Ein bisschen noch mehr. Okay, da noch mal ein bisschen mehr. Beim ersten nix drücken. Beim zweiten nix drücken. Und dann drücken. Nein. Und dann drücken. Das funktioniert. Das würde funktionieren. Okay. Okay. We can do this. We can do this. Hübi hat im Livestream jetzt... Ja, genau, da noch ein bisschen schneller drücken, dann geht das durch. Hübi hat im Livestream 3 Stunden ein Level probiert. Musste dann aber leider aufgeben. Das war auch super schwierig. Das würde ich niemals schaffen. Das werde ich auch gar nicht erst probieren. Ah, ist ärgerlich. Was ich aber auch machen könnte, ich habe eine Idee. Dass ich nach dem zweiten...
komplett auf langsam mache und versuche auf den Swamp zu kommen. Ne? Das könnte ich versuchen. Das würde, glaube ich, immer noch mit genug Zeit weiterlaufen. Und ist nicht ganz so schwer umzusetzen. Nein! Es hat vorhin doch wieder funktioniert. Warum funktioniert es jetzt wieder nicht? Nee. Ah, es geht. Jetzt bin ich wieder mehr in dem Trip, dass ich sage, ich warte und versuche so durchzukommen. Kann ich denn vielleicht... Das kann ich halt auch nicht. Na, wenn die Lava runtergeht, dann wirft er in dem Moment. Und dann... Oh! Und dann habe ich das Problem, dass ich halt nicht rechtzeitig durchkomme. So, Sprungtest. Ja. Das war der Sprungtest. Test war nicht erfolgreich. Computer sagt nein. Jetzt passt der Sprung. Was mal, warum? Warum mache ich das? Okay, Sprungtest. Wie bin ich denn dann das erste Mal durch? Ach, da habe ich mich einmal treffen lassen und bin dann mit Pilzen. Was zur Hölle? Geht ja gar nicht mehr weg jetzt. Oh no. Oh no. Okay. Ja, das ist halt jetzt... Das ist jetzt halt so langsam. Es fühlt sich so überhaupt nicht nach dem an, was ich haben möchte. So. Nützt mir auch nichts, weil ich mich eh nicht treffen lassen darf, aber wir sind mal wieder hier. Jeesh. So, und hier habe ich den Sprung vorhin verhauen. Wie ein ganz großer. Ach ja. Oh nein. Okay, die geht nicht so hoch. Ist da noch was? Nein, das ist nichts weiter. Was ist jetzt hier? Das fällt... Ich hab nicht auf den Boden geachtet. Huch! Ich hab nicht auf den Boden geachtet. Oh no. Aber das... Ach, dass man hier nicht durch weiterlaufen kann, das frustriert. Das würde so schön funktionieren. Aber leider funktioniert es eben gerade. Oh, jetzt kommen hier Millionen Knochen. Will das nicht. Oh mein Gott, lösch dich, Lava. Und hier komme ich halt auch jetzt einfach nicht durch. Na, da muss ich jetzt jedes Mal warten. Ich hasse warten. Oh. Überhaupt nicht mein Ding. So. Weiß nicht, warum ich mir den hole, aber ich hole ihn mir halt, weil ich es kann. So, rein da. Eieieiei. Also, jetzt wollen wir uns einfach nicht treffen lassen. Und dann wollen wir hier auch uns nicht treffen lassen. Brauche ich den überhaupt? Ja. Aber dann machen wir das so. Nein! Jetzt muss ich gucken, was noch kommt.
Okay, ich dachte schon, die Lava kommt dann da hoch. Aber das ist jetzt erstmal gut zu wissen, zu schauen, was überhaupt noch passieren wird. Ja, okay, alles klar. Rip me. Rip me. Gut, man könnte jetzt sagen, wenn man eh nicht... Ey, ist das dein Ernst? Wenn man eh nicht... wenn man eh hier warten muss, kann man sich auch die Feder holen, ne? Weil dann kann ich mich hier einfach einmal durchdrehen. Und dann komme ich hier... Ah, dann komme ich hier besser durch. Oh no. Wait! Das zählt als Treffer? Wenn ich im Flug getroffen werde und mein Power-Up nicht verliere, zählt das trotzdem als Treffer. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich Real Talk nicht gerechnet. Das war dumm. Also entweder Feder holen oder durch. Ich muss die Feder holen. Aber dann muss ich hier einmal warten. Okay, das ist okay. Dafür kann ich dann nämlich hier mich einfach durchdrehen, wie es gerade eben ganz gut funktioniert hat. Da muss ich jetzt nur hier aufpassen, dass ich nicht zu schnell werde. Okay. Sehr gut. Oh, da könnte ich sogar weiterfliegen. Gut. Dann will ich auch gar nicht mehr den Dings holen. Dann machen wir das so. Ne, mein Freund? Genau so machen wir das. Dankeschön. Und Abflug. Und jetzt Block 1. Nein! Block 2. Oh, jetzt habe ich hier Zeit verloren. Dumm! Dumm! Blödsinn gemacht. Ich hasse es, Blödsinn zu machen. Okay, schneller wird's nicht. Ach, Mann. Wenn der Ehrgeiz nicht mal mehr reicht, dass man sagt, ich will das Level schaffen, sondern dass man sagt, ich will die gute Zeit in dem Level haben. Yes! Es geht doch. Ach, Gott, ach, Gott, ach, Gott. So. Haben wir noch eins? Okay, das hat Speedrun von Trivi. Was sagt die Speedrun-Zeit? 22 Sekunden. Okay. Das heißt, es könnte jetzt aber sein, dass es lange dauert, das zu lernen. Werden wir sehen. Mal gucken. Ach was. Uff. Uff. Wie komme ich da durch? Muss ich zurück und Anlauf nehmen? Oder springe ich einfach zu bald ab? Weil normaler Sprung würde mich in die Stacheln befördern, ne? Ja, vor allem, ich muss ja Spinjumpen, dann kommt die Pflanze. Hä? Guten Morgen. Ah, und die geht die aber auch genau richtig hoch, okay. Ach, du grüne Neune. Trivi, please. Oh, ist das knapp. Normaler Sprung, normaler Sprung. Okay.
du grüne Neune! Aber wir kommen voran. Eieiei. Nein! Ich hoffe mal, ich kann das so spielen, ohne anzuhalten. Das war zu bald, ich hab's gemerkt. Ah. Ich glaube, ich mache lieber Spin-Jumps, oder? Wenn ich nur das Timing hinkriegen würde. Das war noch nicht das Timing. Ich muss mich ja mal an der Musik orientieren. Es ist ja immer die gleiche Stelle, zu der ich hinkomme. Okay, das ist keine bestimmte Stelle, an der ich abspringen kann. Kann ich nicht mich orientieren. Schade. Es war eine Idee, aber das funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich anhalten kann an der Stelle. Dafür ist die Zeit viel zu knapp gesetzt. Nein! Ich habe eigentlich gedrückt. Ich drücke eigentlich... Hä? Den zweiten nimmt er nicht. Ich drücke eigentlich die Taste. Wenn man zumindest sehen würde, dass ich ansatzweise in die Stacheln springe, wäre ich ja zufrieden. Nur so wie hier, da sieht man jetzt, ich habe gedrückt. Aber bei dem anderen hat man jetzt den Eindruck, dass ich einfach nicht drücke. Aber ich drücke. Drücke ich so viel zu spät, dass man gar nicht den Sprung sieht. Faszinierend. Uff. Keine Ahnung, was hier kommt. Hilfe! Nein! Ich habe eine Münze ausgelassen. Ich weine. Ich habe eine Münze ausgelassen. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wir haben jetzt alles gesehen. Das wird ein Stundenpart. Ah. Hä? Warum? Ich dachte, das passt. Man hat sogar noch das Springboard gehört, ne? Wieso hat er jetzt nicht... Warum bin ich gleichzeitig in die Stachel rein? Mano.
Oh, bitte schaff doch mal das Timing jetzt, Junge. Wie wär's damit? Wäre doch mal eine Idee. Wenn es immer die gleichen Stellen sind, an denen man stirbt. Ah. An der hängt jetzt echt schon eine ganze Weile, ne? Ja, es ist immer die gleiche Stelle. Das war zu bald! Sick! Hätte ich nicht gedacht, dass ich da zu bald noch abspringen kann. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da zu bald abspringen kann. Jetzt hat er wieder die... Oh. Was? Das ist neu. Den Tod hat man noch nicht. Das geht also auch. Mist. Oh, Mist, ey. Oh. Ja, sie baut schon krasses Zeug, ne? Und sie kann es ja selber spielen, weil man muss ja seine Level selber, zweimal glaube ich sogar, muss man sie selber spielen. Nee, man muss, ich glaube, wenn man Checkpoints hat, muss man einmal von den Checkpoints ausspielen und einmal von Anfang bis Ende. Das finde ich auch ganz krass. Dass man ein Level, was man einsendet, was Checkpoints hat, trotzdem gesamt spielen muss. Damit sie überhaupt angenommen wird. Warum? Wenn es mit Checkpoints gedacht ist, ist es doch okay. Wahrscheinlich wegen dem Speed, wegen dem Rekord oder sowas, weil der Rekord ja... Na, keine Ahnung. Aber das finde ich schon krass. Dass man sein eigenes Level ohne Checkpoint spielen muss, wenn man mit Checkpoints hochhält. Oder ist doch so, ne? Nicht, dass ich das falsch verstanden habe. Oh, wir kommen da nicht mehr durch, das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt einmal durchgekommen. Das kann's doch nicht sein. Nein, es war wieder zu bald. Ach nee, ich kapituliere gleich. Ich mag nicht kapitulieren. Ich mach das sehr ungern, aber... Nee. Ich mag es... Oh nein, das war wieder der Fehler. Ich mag jetzt auch nicht bis eine Stunde hier noch rumsitzen. Durch! Nein! Es hat sich so gut angefühlt. Nein, nicht schon wieder. Diese eine Münze da, ne? Aber ich habe die Zeit umzudrehen. Das haben wir gesehen. Ich habe die Zeit umzudrehen. Ich muss mich nicht allzu sehr hetzen. Das haben wir gesehen. Oh, das waren gerade zwei gute Läufe, Mann. Thank you.
Nein. 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 Es tut mir leid. Ich möchte das jetzt nicht noch weiter in die Länge ziehen. Vielleicht probieren wir es irgendwann nochmal. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Aber dabei möchte ich es erstmal belassen. Das heißt, wir haben jetzt in dem Part einmal hier komplett aktualisiert unsere Erlebnisse. Und bis auf ein Level alle geschafft. Das hat leider nur ein Herz und keine Fahne. Naja, was soll's, was soll's, was soll's. So, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und guck mal, was wir beim nächsten Mal machen. Ach ja, ich habe ja die zwei Aggressor-Level noch, die ihr mir... Also die nicht von Aggressor sind, sondern die ihr mir empfohlen hat. Dann gucken wir uns die auf jeden Fall beim nächsten Mal mit an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.